Meint ihr Rabenmund? Ja. Wie kommt ihr Und denn was hat... darauf, dass er jetzt agiert, weil er sich dem Feind angeschlossen hat? Hoffentlich nicht. Hoffentlich Aber nicht. ihr wisst ja, zu welchem allerungünstigsten Zeitpunkt der letzten Ansministenaufstand einschlug. Als Garrett führerlos dastand. Ei. Und umzingelt war von Feinden. War da nicht noch die Idee, dass wir eine fast schon preisgefällige Täuschung vorhatten? Also sprich, dass Rohaya gestorben ist, die Informationen geben wir nicht raus. Wir lassen Hippolyta, heißt die gute Frau, glaube ich, von Gareth, verkleidet in hohen Gewändern sozusagen bei wichtigen Festen irgendwie sprechen. Und wir tun so, ohne es natürlich offiziell be zu benennen, also sprich dem Herrn Prios keinen Groll zu bereiten, so dass wir es anscheinen, dass die Bevölkerung sich an einen Teil zusammenreimen soll und dass wir nun, dass sie glauben können, dass Hippolyta Rohaya ist und die Kaiserin Tochter nicht gefallen ist zur Moralstärkung. Also Hippolyta sollte vielleicht öffentliche Auftritte wahrnehmen, um die Bevölkerung über die Wichtigkeit der Schlacht demnächst zu unterweisen, anzustacheln, ja, zu begeistern, die Moral zu stärken und auch über den Tod ihrer Mutter zu sprechen, die Reichsregentin. Von ausgesprochenen Auftritten würde ich abraten. Dadurch könnte sie gezwungen werden zu lügen. Das Sie möchten wir wird natürlich nicht. Natürlich wird sie nicht lügen, aber sie wird einfach nur Reden halten und nicht Antwort stehen. Sie ist immer die neue Kaiserin in der Funktion dann. Wir Nur, sie wissen ist, nicht. sie ist sozusagen das, sie ist die Schwester der Kaiserin und das werden wir auch nicht verhehlen, aber wir werden es nicht ankündigen und wir werden einfach nur sie reden lassen und sie wird darüber sprechen, wie sehr sie ihre Mutter vermisst und dass es jetzt umso wichtiger ist, Zusammenhalt zu zeigen im Kampf gegen den Schrecken, der auf uns zukommt. Das Kind von Ro, das Kind von Ema, ja. Sie ist nicht erbberechtigt, aber sieht der vermissten Kaiserin verblüffend ähnlich, wie man mir sagt. Mit ein bisschen Schminke, mit ein bisschen Distanz, dass sie vielleicht von einem hohen Punkt aber eben ausspricht zur Bevölkerung, aber eben nicht vielleicht, die Bevölkerung muss einfach nur abgehalten werden, dass sie nah genug rankommt, um sie identifizieren zu können komplett. Ach, als ob der einfache Mann die unterscheiden könnte. Ja, da habt ihr wahrscheinlich recht. Also ganz im Ernst, wenn wir die da hinstellen und die andere war seit Jahren nicht hier, dann werden die glauben, das ist die. Ich meine, wie sollen die Ja. das denn merken? Die haben die doch noch nie gesehen, wenn überhaupt. Ich wollte gerade sagen, dem einfachen Handwerksmeister können wir auch Iserun verkleidet als Rohaya dorthin stellen und sie werden es abkaufen. Wir sollten eigentlich nicht vergessen, wir können ihr das nur vorschlagen. Ob sie das tut, ist ihre Entscheidung. Wir haben keine Befehlsgewalt über die Kaiserin. Das sollten wir nicht vergessen. Ja, sie ist ja auch keine Kaiserin. Sie wird es auch nie sein. Das muss sie auch nicht sein. Sie muss, ich glaube nicht, also lassen Sie doch einfach oder lasst sie doch einfach gefragt werden. Ich kann mir vorstellen, dass die gute Frau ein Interesse daran hat, dass das Gareth und das Mittelreich gestärkt aus allem hervorgeht. Denke ich auch. Gut, ein kurzer Auftritt wird wohl nichts schaden. Ist sie ob den Gareth? Sie Sie kann ist in doch. Gareth sein. Ja, sie ist doch kurz zuvor, als wir bei der Erzmagga waren, mit einer anderen Magierin verschwunden. Mit einer Magierin? Mit einer Magierin. Meines Ich Wissens ist glaube. der Magier, der sie ausbildet, ist Magister Lamertin. War doch ein Herr. Ist er sehr. Nein, sie war Ja. von einer Dame begleitet worden. Davon weiß ich nichts. Ich dachte, sie wäre angekommen. Ja. Ihr und eure Magier. Ist ja auch egal, die werden die alle schon auftreiben. Das wird jetzt ja nicht so schwierig sein. Nennt sie doch bitte nicht die Ich Alte. wollte gerade sagen, es schickt sich doch nicht, ein Mitglied der kaiserlichen Familie Ja, die mit Schwester Alte zu. der vermissten Die Kaiserin. Es ewige tut mir Prinzessin, genau. leid. Ja. Genau, Entschuldigung. Ja, okay, wichtige Probleme. Wie kommt der Rest jetzt von uns da hoch? Wir arbeiten daran. Noch gibt es Möglichkeiten. Rafi, mir ist noch eine Idee gekommen. Wir müssen nochmal die Werkstatt Lagerhalle 42 durchsuchen.
Okay, wenn wir nicht von unten raufkommen, vielleicht kommen wir von oben rauf, von noch viel weiter oben. Als die Feste. Ja, okay. Ich bin interessiert, verwirrt und interessiert. Lass uns hier sprechen, das wird den Rat nur langweilen, denn bis die Idee möglicherweise umgesetzt ist, das werden wir machen, das werden wir gleich besprechen, sobald wir raus sind. Okay. Jalan, was sind denn eure Eisen, die noch im Feuer liegen? Setzt uns doch ins Bild. Nun, wir könnten das Risiko auf uns nehmen und die Greifenreiter um Hilfe bitten. Allerdings sind die Greifen auch dafür bekannt, gar unhöfliche Bittsteller in geflügelte Löwen zu verwandeln. Vielleicht sollten wir ihnen sagen, dass wir einen Irrhaken umgebracht haben. Ich glaube, die Greifen werden eher euch um Hilfe bitten, als dass ihr sie um Hilfe bittet. Also oder andersrum. Zumindest sollen sie wohl, wie gesagt, sehr dominant sein. Auch mir als Hofenmagier ist der Eintritt in die Stadt das Licht nicht gewahrt, aber wir werden sie höchstwahrscheinlich dann sehen, wenn sie sich in den Himmel erheben. Ein Greif bittet nicht, er befiehlt. Ja, ich glaube auch nicht, dass ihr da hingehen könnt und ihn fragt. Ich glaube, der kommt und dann sagt ihr, wir machen das jetzt und dann sagt ihr, ja, bitte, danke. Sich von unserem Notstand zu unterrichten, ist sicherlich trotzdem etwas, das wir in Erwägung ziehen könnten. Allein, genau, dass sie anwesend sind, sollte, glaube ich, allen klar machen, dass Notstand gegeben ist. Sonst würden sie nicht aus Alvaran direkt hierher kommen. Verzeiht, ich meinte von unserem speziellen Notstand des auf die Festung gelangens. Haltet ihr die Greifen nicht für fähig, das selbst herauszufinden? Es ist immer gut, die ganze Wahrheit zu teilen. Ja, das sicherlich schon, aber ich glaube nicht, dass sie euch brauchen für so etwas. Ich vermute, die Greifen werden in ihrer Allwissenheit selbst dort landen wollen und vordringen und dann Galotta aufhalten. Zumindest wird das höchstwahrscheinlich ihr eigener Antrieb sein. Vermutlich werden sie doch jedoch von ihren etwas glühenderen Federviecherbrüdern aufgehalten. Ja, aber daran... Wie dem auch sein mag, ich denke nicht, dass wir die Greifen... Naja, nennen wir es mal bitten können, irgendetwas zu tun. Ich denke nicht einmal, dass wir... Also ich weiß nicht, ob ihr mit ihnen reden... wo die können reden, richtig? Ja. Also ihr könnt ja gerne mal mit ihnen reden, aber wenn ihr dann gefressen werdet, dann beschwört euch nicht bei mir. Es sind Greifen, keine Drachen. Wir haben ja schon einmal mit ihnen geredet, wir haben sie ja getroffen. Gerade eben hat er noch gesagt, wenn man zu denen unhöflich ist, verwandeln sie an einen fliegenden Löwen. Das ist ungefähr das gleiche wie gefressen werden. Oder nicht? Naja, also zerkaut werden und ein fliegender Löwe sein, das ist ein Unterschied. Aber lassen wir das, das ist reine Theorie. Aber wenn ihr euch in einen fliegenden Löwen verwandeln, können wir auf euch da hochfliegen. Das klingt tatsächlich praktisch. Ja, Alan? Ich bin mir nicht sicher, ob derart geflügelte Diener dann noch einen menschlichen Verstand besitzen. Sagen wir so, ja. Ich denke, Karinor sollte euch dann immer noch recht gut im Griff haben. Der hat doch ein Händchen für Tiere. Gut, dadurch, dass jetzt die Reiter eingetroffen sind, eigentlich kann es jetzt zu jeder Zeit losgehen. Wir sind uns, wie gesagt, nicht ganz sicher, aber eigentlich sollten wir noch 2 Tage Zeit haben, aber trotzdem kann es es kann jederzeit passieren, dass irgendetwas losgeht. Vielleicht in 3 Tagen, vielleicht in 4 Tagen, vielleicht aber auch sofort. Ansprechpartner für die Milizen wird sein Ludolf von Wertling, der Marschall vor Ort. Anwesender Danos von Luring wird die übrig gebliebene Ritschaft übernehmen und die Kavallerie, so sie denn hier in den Straßen einsetzbar ist, übernehmen. Talurion Tansang ist der Ansprechpartner für sämtliche, nicht die Artilleristen, aber für die Bogenschützen und die Armbrustschützen. Und Elkarne Erelion von Hohenstein wird die sämtliche Heilkundige zusammentrommeln bzw. verwalten und über die Stadt verteilen. Denn wir werden davon ausgehen, dass überall gekämpft und auch gestorben wird oder auch verletzt wird. Saldo Fosslerin wird als Convocatus Primus die Obschaft über sämtliche anwesenden Kampfmagier in der Stadt verwalten. Auch wenn das nicht mehr so sehr viele sind, aber die anwesenden Graumagier, die nicht geflüchtet sind, werden sich ihm anschließen, ebenso wie die Reste der Weißen Gilde. Ich werde hier als Hofmagier alle anderen Verwalter und Marschälle von der alten Residenz aus verwalten und die Fäden hier zusammenlaufen lassen.
Der nicht anwesende Thorn Eisinger wird für die Handwerker und auch die Ingrim-Kirche sprechen, auch wenn er selber nicht geweiht ist, hat die Kirche doch so sehr viel Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten, dass er trotz Abwesenheit hier im Rat der Helden den Sitz der Handwerker überwacht. Damit obliegt es euch, den restlichen anwesenden Helden, die Festung zu erklimmen und Galotta zu stürzen. Wenn ihr weitere Hilfe braucht, dann wendet euch bitte an entweder mich oder die anderen Vertreter ihrer Zunft. Verstanden. Und was ja jeder, was er zu tun hat. Eine Sache fehlt noch. Der Drache. Der Drache. Da wird natürlich Danos von Luring sein Bestes versuchen, denn Reiter ausgebildet mit ja, Spießen, auch wenn es nicht ganz für einen geschlossenen Lanzangriff reicht, aber trotzdem wird er nach seinen Kräften versuchen, sie gegen einen Drachenkampf auszubilden. Wir hoffen das Beste. Es sind zwei Drachen, korrekt? Richtig. Ja, ein Perl und ein Kaiser. Richtig. Meine Vermutung ist, dass sie vorher auftauchen werden, den Weg bereiten werden, Chaos verursachen werden oder ihre eigenen Pläne durchziehen wollen. Ja, dann vielleicht solltet ihr euch auf jeden Fall ein ausgebildetes und gesatteltes Schlachtross für die Schlacht irgendwo in der Stadt bereitstellen lassen, falls ihr es braucht, falls ihr aus unserem Grunde Danos von Lohn unterstützen müsst, falls ihr die Lanze führen müsst. Ja. Wenn so etwas bereitsteht, denke ich mal, vielleicht auch noch direkt ein Knappe, der euch in eine dicke Rüstung reinhilft vor Ort. Dass ihr auf dem Pferd schwer gerüstet, notfalls selber, dass ihr auch in die Hand nehmen könnt, wenn alles aus dem Ruder läuft. Thanos, ich nehme an eurer Stelle, geben das noch her. Ja, Pferde werden wir sicherlich auftreiben können. Hervorragend. Weil alles, was wir jetzt organisieren, haben wir in der Schlacht. Also was wir nicht organisieren, haben wir vielleicht nicht. Und jeder von uns sollte ein Pferd permanent beiseite haben, um es mit durch die Stadt zu führen. Erinnert mich noch einmal, wie ging die Weihe von Finstergang voran? Hat die Buchenkirche ihre Rituale abgeschlossen? Ja, das habe ich bereits gemacht, meldet sich Anzwin gerade, der das Protokoll schreibt. Hervorragend. Dann ist dies auch geklärt. Also wenn es einfach nur um Pferde geht, die vielleicht nicht als Kampfpferde ausgebildet sind, aber die man so benutzen kann, dann kann ich notfalls auch bei den Tobrennern anfragen, ob wir dort Pferde bekommen. Weil hier Karin meinte ja gerade, dass wir vielleicht alle Pferde bereithalten sollen. Also ihr Helden, wenn ihr etwas braucht, dann wird es sicherlich in der Stadt daran nicht mangeln. Wenn wir über 6 Pferde reden, ist das immer etwas anderes, als wenn wir über 60 oder auch 600 Pferde sprechen. Denn wir planen hier für 200.000 Menschen. Und da sind 6 Pferde nicht das Problem. Die werden wir immer besorgen können. Gut. Dann bleibt es nur noch an uns herauszufinden, wie wir auf diese verfluchte Festung kommen. Und dann kann Galotta kommen. Gut, damit haben wir sämtliche Aufgaben geklärt. Ich beende damit den Rat der Helden für dieses. Das ist der letzte geplante Rat. Alle anderen werden außerterminlich noch einmal bekannt gegeben und dann durch Botenjungen zusammengetrommelt, sprich alle restlichen Anwesenden, denn wir wissen nicht, wie gesagt, wann es losgeht. Es kann jetzt jederzeit passieren. Damit genießt die restliche Zeit, die ihr noch habt, die euch noch bleibt. Richtet euch auf das Schlimmste ein. Und wenn es so passiert, versucht so organisiert zu bleiben, wie es geht, und euch an die Pläne zu halten, die gestimmt worden sind. Sämtliche Fäden verlaufen hier in der alten Residenz zusammen bei mir. Und damit müssen wir hoffen, dass uns diese Verteidigung gelingt.
Wir vermuten, dass in den nächsten paar Tagen im nördlichen Wallgraben im Torischen Viertel noch weitere Verwundete und Verletzte eintrudeln. Und ansonsten kann es auch passieren, dass wir, dabei blickt einmal zu Ludolf von Wertling, dort eure Bürgermilizen brauchen, den Rest über die Stadt verteilt. Aber wenn Profane, sollten ja ihre einmarschieren, die nicht aus der Dämonenbrache hier ankommen, dann müssen diese dort im Norden verteidigt werden. Damit schließe ich das Protokoll und den Rat der Helden. Klopft Melvin Störrebrand einmal auf den Tisch. Die gehört dann mit euch. Die zwölf mit euch. Mit uns allen. Beichte eure Gebete und beichte eure Sünden. Morgen könnte es schon zu spät sein. Meine Sünden nehme ich mit.